Mittwoch. Heute durften wir an einer Ausfahrt der HKDCS, bei der Anke ein zweimonatiges Praktikum absolviert hat, teilnehmen. Die Hong Kong Dolphin Conservation Society sammelt Daten über den Lebensraum, die Lebensweise und die Populationsgröße der chinesischen weißen Delfine, die vor Hongkongs Küste leben. Baumaßnahmen wie die Errichtung einer Brücke von Hongkong nach Macau oder die Erweiterung des Flughafens gefährden die Art, und es ist wichtig abzuschätzen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um ihren Fortbestand zu sichern. Zunächst passierten wir zahlreiche Meeresbaustellen mit teilweise beeindruckenden Baumaschinen und anschließend den Hongkong International Airport. Und da, die ersten Delfine. Obwohl sie weißer Delfin heißen, sind sie eigentlich rosa. Die Jungtiere sind sogar noch ganz grau und nehmen die Farbe der Erwachsenen erst mit zunehmendem Alter an. Chinesische weiße Delfine leben in den Küstenregionen Südostasiens und gehen nie weiter hinaus als bis zu einer Wassertiefe von 20 Metern. Dadurch geraten sie allerdings auch immer wieder in Konflikt mit zahlreichen Baumaßnahmen und dem regen Schiffsverkehr. Doch hier in Hongkong scheinen sie sich recht gut zu behaupten. Mit ihrem langen Schnabel können weiße Delfine Nahrung im Meeresboden aufstöbern. Aber auch freischwimmende Fische lassen sich damit erbeuten. Jetzt. Nochmal bitte. Jawoll. So geht's doch. Neben den Delfinen konnten wir auch die wunderschöne Landschaft bestaunen und Einblick in das Leben der Bewohner werfen. Diese Fischer treiben mit Kraft den Fischen ihre Netze. Dies ist eine der zahlreichen Fähren, die nach Macau fahren. Später gab es noch mal eine kurze Delfinsichtung und auch das Wetter wurde angenehmer. Es wurde schon dunkel, als unsere Fahrt im Hafen von Aberdeen endete.